Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu. Heute mit Jay, hallo. Sepp, Bramen und Christian. Hallo. Halli, hallo. Und heute hallo. Wird Wo es geht's denn? Wieder gamig, wollte ich gerade sagen. Das macht keinen Sinn. Gamig, aber das klingt komisch. Gamig. Achso, okay. Man merkt, dass es nichts mit Gaming zu tun hat. Gamig, sagt man ja im Deutschen auch. Gamig. Genau, denn es geht um Gaming Easter Eggs. Da kann man 50 Fragen zusammen. Das konnte zumindest Lucy. Vielen Dank dafür. Ein ich Thema. Hätte, es wird eine Frage sein, aber die würden alle wissen, bis auf Zap, das Auto in Gothic. Ja. Aha. Ein Thema, oder ein, ich danke für den Tipp. Gar nicht beschäftige. Genau, und da ist ein Zap, weil die Macher von Gothic wollten immer mal ein Auto, ein Spiel machen in dem Autostock. Ja, genau. Aber ich glaube, das okay, danke für die Erklärung. So, ja, gucken wir mal. Vielleicht ja, also vielleicht sind es nur noch 49 Fragen. Wir gucken mal. Frage Nummer 1. Auto. Es geht um Borderlands 2. Okay, weiß ich nicht. Auf welche grünen, explosionsfreudigen Gesellen kann man in einem Minenschacht treffen? In Borderlands 2. Creeper. Auf einen Creeper, das ist richtig, aus Minecraft. Nice. Ich hätte gesagt Lemming. Die explodieren, glaube ich, nicht so häufig. Ja, wenn du die in die Explosion schickst, schon. Ja gut, wieder eine Sache von Borderlands 2 gelernt. Haben wir noch nie gehört. Hä, wir haben das ja gespielt. Haben wir die gesehen? Natürlich nicht. Nee, wahrscheinlich waren das einfach grüne Monster, die auf dich zugekommen sind und die sind halt explodiert. Die sahen nur nicht aus wie Creeper. Und die Textur hieß Creeper. Ja, irgendwie so. Gehen wir zu Frage Nummer 2. Und wir sind im Spiel Marvel's Spider-Man. Genau wie in den Filmen gibt es auch in Marvel's Videospielen einige Brammen. Scheiße, ja, Marvel's Videospielen, scheiße, ja, Stan Lee, whatever. Ist richtig. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das könnte sogar sein, weil der ist ja auch da. Wer denn sonst? Ja, Ich dachte, als Stan Lee bei Easter Eggs Marvel, weißt du, und aber dann zu Videospielen dachte ich mir, oh, ist denn das Spielen, aber ein besseres Spiel nicht ein. Die Frage wäre gewesen, in der Gestalt eines Kochs hat hier eine bekannte Persönlichkeit einen Gastauftritt. Wer? Es ist Stan Lee natürlich. Okay. Frage 3. Wir sind im Spiel Assassin's Creed Origins. In einem Militärlager findet man die Nachricht eines frustrierten Soldaten. Er ist den Dienst im Lager leid und der Job als Wächter bei der Mauer im Norden wäre viel interessanter für ihn. Des Weiteren findet man im Spiel eine Waffe, die den Namen Nadel trägt. Um Anspielung... Christian. Ich sag einfach mal Arya Stark. Das ist so nicht richtig, Jay. Game of Thrones. Ja, die Serie Nein, ist nämlich das gesucht. Nein, das war's. Er weiß, ging auch in den Norden und das wäre ja Jon Snow gewesen. Er weiß es. Um Anspielung auf welche Serie geht es hier, wäre die Frage gewesen, genau. Das ist die einzige Möglichkeit, um auf diese Fragen klarzukommen, ist einfach Allgemeinwissen über andere nerdige Scheiße. Das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr. Also ja, wieder die Frage. 100% habe ich jetzt gespielt, im Gegensatz zu den anderen Sachen bis jetzt. Unmöglich. Frage Nummer 4. Wir sind bei Grand Theft Auto 5. In Trevors Stammkneipe ich sag trotzdem Hot Coffee. Nein. Was? In Trevors Stammkneipe kann man hinter dem Tresen einige aufgehängte Dollarscheine erkennen. Auf den Banknoten ist jedoch nicht etwa ein amerikanischer Brammen. Da ist eine Frau drauf, die fast nackt, so eine Striptease-Tänzerin. Das ist nicht das Gesuchte. Auf den Banknoten ist jedoch nicht etwa ein amerikanischer Präsident, sondern das Covergirl eines anderen GTA-Teils. Von welchem denn? Christian. Oh. Vice City. Nein. Was? Oh nein. Okay, dann San Andreas. Yes, es ist San Andreas. Boah, ich dachte, es wäre Candy Sucks. Oder Sex, oder wie die heißt. Mona Sex. Kenn ich. Sex mit mir. Weil keine Ahnung. Ja. So nämlich. Ja. Frage 5. Oh, wir sind bei Diablo 2. Aha. Ja, Q-Level. Oh. Das lasse ich so gelten. Ja, Kühe ist korrekt. Ich doch, ey. Boah, voll die Diablo-Frage weggesnackt von Bram, mega stark. Ich lese trotzdem aber die Frage durch. In diesem Spiel lässt sich auch ein Portal, ein geheimes Level entdecken, in dem eine Horde aufrechtgehender Paarhufe ihr Unwesen treiben. Das ist Easter Egg ever gewesen. Sehr gut. Das kenne auch ich. Frage 6. Das ist wirklich nice gewesen. Gibt's das schon in Diablo 4? Ist das nicht gefunden worden, ne? Gibt's nicht. Far Cry 5 sind wir jetzt bei Frage Nummer 6. Wenn man sich... Warte, ich glaube, ich weiß es. Wie heißt das noch? Wenn man sich beim Eingang... Brammen. Wenn man am Anfang nichts tut, gewinnt man das Spiel.
Das ist nicht gesucht. Das ist kein Easter Egg, oder? Das war bei 5, das war bei 4, glaube ich. Ach, das war bei 4. Wenn man sich beim Eingang einer Kanalisation etwas genauer umguckt, wird man einen schwebenden, roten Gegenstand erblicken. Einen Luftballon. Natürlich Brammen. Der Clown aus It. Au. Ja, also Clown. Christian. War dir das nicht nah genug dran? Dann sag ich Pennywise. Ja, wie heißt der Clown denn? Pennywise. Richtig. Ja. Frage 7. Wir sind bei Crossing Souls. Okay. Aha. Das google ich mal kurz, ich werde eh nicht antworten. You gotta be pretty angry with the world to throw pizza up there. Ist ein Zitat. Oh, aus, jetzt müsste ich drücken. Oh, aus welcher Serie stammt das Easter Egg? Ach, komm schon, Leute. Ja, Breaking Bad. Ja. Wenn Walter White die Pizza aufs Dach schmeißt. Okay, ich hätte gedacht, Pizza Time ist natürlich Turtles. Es ist tatsächlich Breaking Bad. Ich habe mal gelesen, dass die Leute, die aktuell in diesem Haus wohnen, immer noch ständig irgendwie Pizza aufs Dach geworfen bekommen. Das ist ganz schlimm scheinbar. Nein. Ja. Geil, mal Abendessen. Frage 8. Wir sind bei Just Cause 4. Okay. Und das ist eine ABCD-Frage. Ich gebe euch aber erstmal Zeit zu buzzern. Mit was lassen sich Charaktere in liebenswerte Rindviecher verwandeln bei Just Cause 4? Ach. Oh, liebenswerte Rindviecher. Mhm. Keine Ahnung, ich kenne Just Cause 4, habe ich nicht gespielt, glaube ich. Ich kann mich nur an diese komischen Explosionsdinger erinnern, die dann mit so einem Seil in den Helikopter dran. Ja, diese Haken, werden. Die du überall dran pinnen kannst. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, dann gebe ich euch die Antwortmöglichkeiten und ihr tippt bitte A, B, C oder D ein. Ist es A mit der Stiergranate oder B mit dem Rinderteufel, C mit der Kuhkanone oder D mit dem Milchgewehr? Stiergranate, Rinderteufel, Kuhkanone oder Milchgewehr? Alle haben eingeloggt. Und Brammen, der ganz viel lacht, Christian und Sepp sagen alle Rinderteufel, also B. Nur Jay sagt D. Das ist doch der von Dragon Ball. Ihr liegt leider alle falsch. Es ist C mit der Kuhkanone und deswegen bekommt ihr niemanden. Wow. Kuhkanone hört sich an, als wenn ich Kühe schießen könnte. Mhm. Ja. Tja. Wir gehen zu Frage 9 und zu Hitman 2. Einen alternativen Missionsausgang findet man, wenn man einen Fisch in der Tasche hat und am Ende der Mission zu einer bestimmten Statue geht. Tut man dies, kann man Agent 47 auf dem Rücken von liebenswerten Säugetieren davon. Delfine. Surfen, sehen, welche Tiere sind das? Es sind Delfine, richtig. Gibt es sonst irgendein schwimmendes Säugetier? Wale? Nee, eben. Ja, Wale? Okay. Sind Delfine nicht Wale? Was ist denn mit Manatees? Zum Beispiel mit Manatees, genau, Seekühe. Robben. Okay. Das wären alles nicht so meine ersten Thoughts gewesen. Schnabeltiere habe ich gehört. Ja. Nee, warte, war nur Fleischfresser. Mit 8 Beinen. Ja, schwimmende Säugetiere wären dann ja auch Menschen im Zweifel, ne? Also könnte sogar Menschen sein. Frage 10. Wir sind bei The Witcher 3. Auf einer Insel im Westen von. Oh Gott, Skellige. 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 Ich bin so ein Profi. Auf einer Insel im Westen von Skellige findet man eine Festung, in der sich mehrere Gefängniszellen befinden. Das Auffällige, die Zellen haben keine Rückwand und führen in einen tiefen Abgrund. In einer dieser Zellen liegt ein toter Zwerg. Dies ist offensichtlich eine Anspielung auf was? Christian. Herr der Ringe. Nein. Jay. Auf Tyrion Lannister bei Game of Thrones. Exakt, richtige Antwort, weil der in so einer Zelle eingesperrt war. Ja. Genau. Ach, da in dem, bei der verrückten Alten, die die ganze Zeit hier den Sohnemann, ja genau. Gestillt hat mit 15. Sehr gut. Frage 11. Mad Max ist jetzt das Spiel. Etwas abseits der Hauptstraße findet man eine Höhle, in die eine auffällige Blutspur führt. Folgt man dieser, gelangt man zu einer Brille tragenden Leiche. Neben dem toten Körper liegt ein abgetrennter Arm, der eine Brechstange umklammert. Half-Life 2, sage ich. Das ist falsch. Gordon Freeman. Gordon Freeman ist richtig. Mann, war so gut von dir, Jay. Genau, der Protagonist ist gesucht. Frage 12. Wir sind bei Super Mario 64. Wen findet man auf dem Dach des Schlosses,
auf das man sich mit einer Kanone schießen lassen kann bei Super Mario 64? Keine Ahnung. Jay. König Bomb Omp oder so heißt der. Nein. Weiß ich nicht. Link. Nein. Christian. Miyamoto. Nein. Auch. Wer steht da und winkt eine Rede? Keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich die Frage, es ist Yoshi. Nice. Boah! Hätte man wissen können. Insane. Nein. Frage 13. Wir sind bei Kingdom Come Deliverance. Wer in diesem Spiel keine weiten Strecken zu Fuß bewältigen möchte, kann selbstverständlich auch auf ein treues Reittier zurückgreifen. Christian. Dann sage ich Plötze. Ja, richtig. Scheiße. Unter anderem ein ganz spezielles Pferd, dessen Besitzer, welches Pferd? Nächste wäre Epona gewesen. Das stimmt. Frage 14. Wir sind bei The Elder Scrolls Skyrim. Auf einem hohen, verschneiten Berg in Himmelsrand findet man ein altes Werkzeug, die Notched Pickaxe. Rammen. Bei Minecraft. Nee, Bram. Mojang. Nee. Notch. Ja. Okay. Was? Die Notch Pickaxe? Oh mein Gott. Was? Das ist halt die Notch Pickaxe. Was ist das für Quatsch? Auf den Minecraft-Entwickler Notch. Ja, mir ging es um die Person und nicht um das Spiel. Sehr gut. Frage 15. Just Cause 3. In Just Cause 3 findet man in einem riesigen Krater einen merkwürdigen Hammer, welcher im Boden Christian. Tor. Nein. Christian. Bram, sorry. Den Hammer wird dann Mjölnir heißen. Ja, genau. So heißt der Hammer von Tor. Alter, jetzt hättest du Du kannst die Sachen ja eh nicht wissen. Du musst eh immer antizipieren. Du musst es predikten und antizipieren. Andere Chance hast du da nicht. Bisher läuft Bram damit am besten 32 Punkte. VJ mit 28. Sepp und Christian beide punktgleich mit 17. Wir kommen zur Frage Nummer 16. 17. Und wir sind bei Elex 2. In einer Ruine der alten Welt findet man ein kleines Camp mitsamt Lagerfeuer. Was man vielleicht... Christian. Ach, das wäre jetzt blöd. Freitag der 13. Nein. Was man vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, ist, dass ein Schwert in diesem Feuer steckt. Sepp. Bonfire. Ein Bonfire aus Dark Souls, das ist richtig. Was könnte dieses Lagerfeuer samt Schwert darstellen? Genau. Frage 17. Wir sind bei Rise of the Tomb Raider. Die Archäologin Lara Croft. Ich finde es interessant, dass ich jetzt nicht gebuzzert habe und Lara Croft gesagt habe, weil das ist so. Nein, Lara Croft ist doch kein Easter Egg in Tomb Raider. Das war eine Standardantwort gefühlt. Die Archäologin Lara Croft hat in ihrem Leben schon viele Artefakte aufgespürt. Eines davon ist jedoch ganz besonders interessant. In einer alten Sowjetanlage findet man ein Kästchen, in dem sich merkwürdige Steine befinden, die zum Beispiel wie Christian. Sag, das sind die Infinity Stones. Nein. Die nee, ist doch klar, das sind die Stones of Eternity, ich Idiot. Nein. Ach, schade. In dem sich merkwürdige Steine befinden, die zum Beispiel wie Ts, Ls, Tetris. Ja. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es auch erst verstanden. Sehr gut. Alter. Frage 18. Sind die Stones of Eternity? Easter Eggs, es geht jetzt nicht um ein Spiel. Easter Eggs finden sich in Spielen zuhauf. Jedoch ging Sony noch einen Schritt weiter und versteckte sogar in der PlayStation 4 ein kleines Easter Egg. Sepp. Im Controller sind die ganz klein, die X'e und Vierecke und Dreiecke und Kreise. Wo sind die? Easter Egg. Ja, oft am Gehäuse, ganz klein. Wenn man mit der Lupe dran geht, dann sieht man die. Der meint das, wo du... Ja, das ist doch die PlayStation 5. Auf dem Controller, hat er denn gesagt, dass es nicht sich irgendwie PlayStation 5 oder 4 handelt? Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich glaube, er meint was anderes. Aber ich weiß nicht mehr, was du dann siehst. Also, wo befindet sich das? Das ist doch jetzt... Was? Wo befindet sich das? Wo? Wie, wo ich weiß nicht, die Frage ist freigegeben. Okay. Beziehungsweise, sag nochmal, was sieht man da? Was hast du gesagt? Ja, die PlayStation X
Dreieck, Kreis, Viereck. Okay, das lasse ich sogar hin. Genau, die Symbole der Buttons des PlayStation-Controllers, die sind aber im Inneren der Konsole, nicht auf dem Controller. Gehäuse, das ist ja innen oder außen, ist ja Gehäuse. Moment, Sepp meint aber die Controller, das ist was anderes. Aber die Antwort ist nur die Symbole der Buttons. Ja, du meinst die Controller, Sebastian. Nee. Ja, genau, okay. Und was ist die Antwort? Ja, innerhalb der Konsole selber sind die Genau, auf einer Schraube sind Symbole zu erkennen. Welche Symbole sind das? Und es ja, sind guck mal, da habe ich die richtige Antwort geliefert. Deswegen, so habe ich es auch verstanden. Das sind die Button-Controller, Button-Symbole. Die sind aber im Inneren der Konsole. An einer anderen Stelle, aber er hat doch die vier Sachen gesagt. Genau, die Stelle ist aber in dem Fall gar nicht so relevant, sondern es geht nur um die Symbole. Wir kommen zu Frage Nummer 19 und zum Spiel Far Cry Primal. Wenn man auf den Grund eines bestimmten Sees taucht, kann man dort ein merkwürdiges Gefährt mit Stein... Christian. Ja, das ist das Auto von Fred Feuerstein. Oh. Wäre witzig. Es ist nicht gesucht. Schade. Brammen. Die Leiche von Fred Feuerstein. Nein. Kann man dort ein merkwürdiges Gefährt mit Steinrädern entdecken? Dieses Steinzeit... Flintstones. Das ist nicht gesucht. Dieses steinzeitliche... Brammen. Wilma! Nein. Hä? Dieses steinzeitliche Auto erinnert sehr an das der Familie Feuerstein. Ja, okay, danke. Was? Der war, hier, wie heißt das? Steinklopper. Der hat im Stein... Hier, Bergwerkbauer oder... Nein. Was ruft? Christian. Jabba Dabba Du. Ja! Oh, lol, Alter! Jetzt haben wir auch alles durch. Hier fehlt noch Barney. Boah, wirklich, du hast gleich die ganze Story erzählt. Was ruft Fred Feuerstein? Genau. Frage 20. Wir sind bei GTA Vice City. Rockstar nimmt den Begriff Easter Egg scheinbar ziemlich. Christian. Oh mein Gott. Ich habe gerade Brain Lag. Na? Ja. Ich will das jetzt nicht sagen, weil dann ist das ein Hit. Den kennt doch sowieso jeder. Der Film mit Al Pacino. So, bitteschön. Nein. Ah ja, habe ich auch dran gedacht, als du dran gedacht hast, was du denkst. Scarface. Scarface, ja. Nein. Schade. Rockstar nimmt den Begriff Easter Egg scheinbar ziemlich wörtlich, denn was kann man bei genauem Suchen in Vice City finden? Wow. Sepp. Mein Osterei. Ja, das wollte ich hören. Oh. Frage 21. Alter. Jetzt sind wir bei GTA 5. GTA 5. Welches ungewöhnliche Objekt findet man, wenn man auf den Meeresgrund... Oh, sorry. Christian. Ein abgestürztes UFO. Ein UFO, genau. Okay, ich wollte jetzt sagen, ein Auto von Fred Feuerstein. Frage 22. Uncharted 3. Bereits vor Release eines bekannten... Alter. Christian. Banjo-Kazooie. Nein. Ah, fuck. Bereits vor Release eines bekannten Spiels konnte man in Uncharted einen Zeitungsartikel finden, welcher besagt, Zitat, Wissenschaftler arbeiten daran, die tödliche Pilzepidemie zu verstehen. Brammen. Ich hoffe mal, dann ist das Last of Us. Ja, welches Spiel wurde hier schon heimlich angekündigt? Last of Us. Toll. Frage 23. For Honor. In diesem Spiel dreht sich alles um epische Schlachten. Kein Wunder also, dass die Entwickler eine Anspielung auf einen legendären Schwertkampf einbauten. Brammen. Boah, Star Wars einfach? Nein. Christian? Dann nehme ich Obi-Wan und Darth Vader. Nein. Hinter eine Barrikade... Hinter einer Barrikade findet man den Torso eines schwarzen Ritters mit abgetrennten... Oh nein. Ja, genau. Scheiße, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich darf aber Darth Vader. Sehr gut. Hallo, schwarzer Ritter, abgetrennte Sachen. Ja. Just the Flesh Wound, Freunde. Der hat auch seine Körperteile verloren. Ich erinnere mich, ja. Frage 24. Red Dead Redemption 2. Im Laufe der Story muss Arthur viele Christian. Billy the Kid. Nein. Okay, aber ähnlich. Muss Arthur viele Revolverhelden besiegen. Wenn man jedes Duell gewinnt, wird man mit einem ganz speziellen Revolver belohnt, auf dem die Worte Canis Canem Edit eingraviert sind. Bulli die Ehrenrunde. Ja! Was? Dies ist der Name eines Canis Canem Edit.
Können die mal einen neuen Teil machen? Okay, noch nie von gehört. Boah, das ist doch kein Game Nerd, ey. Das ist schon also krass. Das ist schade, dass wir alle beieinander. Das ist so ja, aber es sind so viele Sachen, die ich noch nie gehört habe, die ihr redet. Frage 25, damit Halbzeit. Wir gehen zu Elden Ring. Welches Easter Egg verbirgt sich in den Anfangsbuchstaben der Brammen? Das ist George R. R. Martin. Ja, genau. Sie fallen alle mit GR oder M an, den Initialen von George R. R. Martin. Zum Beispiel Margit, Melania, Godric und so weiter. Aha. Ja. Wieder was dazu mehr, gelernt. Oder? Als George G. R. Renala, Radagon etc. steht hier. Ja, die immer mehr. Ja, immer mit den Buchstaben. Nach der Hälfte der Fragen führt Bram mit 51 Punkten. Boah, Jay und Christian beide 42 und Sepp knapp dahinter 41. Also hier ist noch alles offen. Ihr seid sehr nah aneinander und wir kommen zu Frage 26. Gothic 2, die Nacht des Ra. Da hab ich kurz weggeguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Auto ist. Und das Auto ist dafür da, weil die unbedingt mal ein Auto in ihrem Spiel haben wollten. Mir reicht schon Auto, das lasse ich gelten. Also, Sepp, jetzt habe ich dir den Tipp gegeben. Oh Mann. Ich habe die ganze Zeit auf Gothic gewartet. Ja, das habe ich gemerkt, ja. Gut, dann direkt weiter zu Frage 27. Cyberpunk 2077. Peter. Nein. Oh. Brammen. Honey the Duck. Nein. Im Norden. Ist auch drin. Brammen. Dann vielleicht Werbeschilder? Nein. Im Norden des Sunset Motels kann man in einem Tunnel ein schnittiges schwarzes Fahrzeug finden. Was genau ist? Christian. Das ist bestimmt das Auto von Batman. Das Batmobil, ja, richtig. Batmobil. Yeah. Frage 28. Final Fantasy 7. In Final Fantasy 7 kann man, wenn man es schafft, seine Gesundheitspunkte auf genau 7777 zu bringen, den Lucky 7-Modus aktivieren. Was tut dieser? Bram. Dein Limit wird die ganze Zeit voll gemacht? Nein. Der Lucky 7. Noch nie von gehört. Hat das mit dem Film zu tun? Wenn ich im Gold bin, ich habe vergessen, wie das heißt, diesem Casino, dann gewinne ich immer. Nein. Keine Ahnung. Heißt, wie heißen denn nochmal diese, komm Jay, hilf mir mal, wie heißen denn diese Supergegner, die da über Ruben, bla bla bla, Smaragd, bla bla bla. Die heißen nämlich nur Boss. Interessant. Ich würde jetzt einfach mal raten und sagen, es gibt 7 Elemente und damit nutzt man einfach direkt alle. Nein. 5, 4, 3. Omega Rappen oder was? Ja, genau. Zwei. Ja, aber was soll das bringen? Eins. Weiß ich noch nicht. Und ich schließe die Frage. Im Lucky 7 Modus machen alle Angriffe einen Schaden von 7777. Oh. Oh, ein bisschen wenig. Ja. Frage 29. There is no game, heißt das Spiel. Ja. In There is no game findet man eine Brammen. Oh. Nochmal, sagt also, es. Säge, Saw? Nein. Die Säge, Saw? Oh, ich hab noch, oh, verstanden. In There Is No Game findet man eine merkwürdige Error-Message. Der Fehlercode auf der Nachrammen. 404. Nein. Ja, das gibt's eigentlich nicht. Auf der Fehlercode hat die Nummer 4, 8, 15, 16, 23. Das sind die Zahlen aus Lost. Yes, richtig. Sehr gut. Autschie. Frage 30. Assassin's Creed. Im ersten Teil der Reihe kann man als aufmerksamer Beobachter recht auffällig geformte Fenster erblicken. Diese sehen aus wie die Frontseite eines Lastwagens, sogar eines ganz bestimmten. Christian. Optimus Prime. Yes, genau. Frage 31. Wir gehen zu Metal Gear Solid. Das ist ja die ultimative Verbindung mit Sepp und. Ja, deshalb Assassin's Creed und Optimus Prime, ey. Mein Gott. Also Metal Gear Solid Ground Zeroes. In der Nebenmission Intel Operative Rescue stolpert man nicht nur über eine markante Brille, auch ihrem Besitzer kann man begegnen. Harry Potter. Nein. Denn, markante Brille? Ja, auch ihrem Besitzer kann man begegnen. Eine markante Brille. Denn am Ende der Mission stellt sich heraus, dass Big Boss und Miller den Erfinder der Spielreihe höchstpersönlich retten. Christian. Das nicht, ja, das falsch. Dann was? Das ist falsch.
Hier, Scheiße, jetzt bin ich raus. Ich komme gerade nicht drauf an ihm. 3, 2, 1 und ich gehe wieder frei. Sepp? Clancy? Nein. Was? Jay? Kojima. Ja, so hieß der. Ja, Hideo Kojima, genau. Achso, ich dachte, es ging dann um Splinter Cell wegen der Nein, das reicht nicht, dass Hideo Kojima sich am Anfang des Spiels offensichtlich bei mir 78 mal einblendet, sondern er muss auch noch ein Easter Egg für sich selber einbauen. Das war schon cool. Sorry, Hideo Kojima. Jax, Hideo Kojima, right, Hideo Kojima. Ich hab's noch nie gesehen, zwei mal die Credits, Alter. Wir kommen zur Frage 32 und jetzt sind wir bei WoW. In Warlords of Draenor gibt es im Dungeon Grimrail Depot eine unsichtbare Wand. Brammen. Das ist Harry Potter-Anspielung. Das ist nicht gesucht, Brammen. Leist 9¾. Ja, das wollten wir hören. Genau. Das hab ich nicht gewusst. Zu welchem Gleis führt die Mauer? Was? Bei Harry Potter. Warlords of Draenor war. Da gibt es so viele, da gibt es auch hier Paris Hilton und so. Nee, Harris Pilton heißt die. Harris Pilton jetzt noch. Ja, gibt gar richtig viele. Frage 33, Far Cry 4. Kurioserweise lässt sich das aufwendige Open. Kannst das einfach. Ich glaube, du kannst das Spiel gewinnen, indem du am Start einfach stehen bleibst. Man bleibt einfach sitzen, das lasse ich so gelten. Nein! Ja, das hätte doch jeder gewusst. Ich hab überhaupt nicht geschaltet, gerade dann jetzt um Far Cry 4 geht, Alter. Ja, nee, ich habe mal Automatik, Bram. Also ich lese es noch fertig vor, damit alle das auch mal gehört haben. Man kann das Spiel innerhalb weniger Minuten beenden. Direkt zu Anfang des Spiels. So einen Dad-Joke an. Direkt zu Anfang des Spiels wird man vom Antagonisten Pagan Min gefangen genommen. Während man mit ihm am Tisch sitzt, bekommt er einen Anruf und verabschiedet sich. Dies ist die Gelegenheit für den Spieler zu flüchten und das eigentliche Spiel beginnt. Doch wie kann man das Spiel jetzt bereits nach innerhalb weniger Minuten beenden? Und irgendwann gewinnt man dann eben nach 10 bis 15 Minuten. Oh. Frage 34. Left 4 Dead 2. Im Add-on Suicide Blitz kann man sich Zugang zu einem geheimen Level verschaffen, indem man einen Gartenzwerg findet, den man bis ans Ende des Levels mitschleppen muss. Dort muss man ihn in eine Vorrichtung in der Wand einsetzen, um einen Zugang in ein Labor aus einer bestimmten Spielereihe von Valve zu öffnen. Rahmen. Black Mesa. Nein, die wie heißt? Scheiße. Ach so. Rahmen. Half-Life. Wow, die Spielerei. Oh Mann. Nein. Nee, Portal. Ja, Portal. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich habe auch gedacht, so, hey, was gibt's noch für Spiele aus der Half-Life? Es gibt nur Counter-Strike, wo ist denn ein Labor? Drogenlabor. Das Hollywood-Labor. Ja, ohne Scheiße. Sehr gut. Frage 35. The Witcher 2. In Witcher 2 findet man einige Heuhaufen. Manch einer Assassin's Creed. Ja, so weit von. Ja, das reicht mir nice. Schon. Nice, genau. Das war stark. Ja. Beziehungsweise die Frage lautet eigentlich, auf was ist der tote Mann in der weißen Kutte, der neben den Heuhaufen liegt, eine Anspielung natürlich auf die Assassin's Creed-Reihe. Das wusste ich natürlich, dass du da die Heuhaufen hätten schon gereicht. Also das ist ja geil, ist der daneben gesprungen, Witcher, das ist ja mega gut. Leider nicht getroffen. Ja, damit, böse, mit dieser Antwort nie passiert wäre. Geht Jay jetzt mit einem Punkt in Führung 71-70. Stark. Christian. Frage 36. Borderlands 2. Im Add-on des Spiels gelangt man zu einem Leuchtturm. An diesem angekommen. Pen und Teller. Nein. What? Jay? Rapture. Nein. Bioshock. Nein. Amen. Harry. Nein. An diesem Leuchtturm angekommen stürmen ein Mr. Bubbles und eine Lil Sis. Jay. Big Daddy. Das ist nicht richtig. Was? Das ist nicht richtig. Und eine Lil Sis aus einer Höhle heraus. Kenner der Spielereihe Bioshock werden diese sofort wiedererkennen, denn die beiden sind eine Anspielung auf wen oder was? Brammen. Die beiden? Big Daddy und Lil Sis? Ja, genau. Ich wollte beides so hören. Nämlich. Deswegen habe ich Jay auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Er hat es leider nicht genutzt. Junge. Meine! Frage 37. Ich so schnell auf die richtige Seite. Assassin's Creed Valhalla. Auf seinen Reisen begegnet Ivor einem Jungen, der Honig für seinen Freund sammelt. Winnie Pooh. Nein. Halt.
Christopher Robin. Ja! Das ist doch der Junge. Genau, der Junge. Ja, aber hätte ja auch sein können, dass der, wie heißt das der Freund heißt. Ja, der hätte alles sein können. Hätte ja, das sein wäre können, ja der Christopher Zufall, Robin. Hätte auch sein können, dass der Ingame-Tigger heißt oder so. Ja, aber es war Christopher Robin, hat ja, Jay klar. gut antizipiert und damit geht er wieder in Führung. 78 vor 76. Frage 38. The Witcher 3. Während einer Quest verrät der alte Magier Bennek den Ursprung seiner Fähigkeiten. Als Kind ist er in einen Kessel mit Zauber. Obelix. Nein, Christian. Miraculix. Ja. Komm, Alter, ich hab einfach die Scheiße an den Finger. Man muss halt richtig antizipieren. Ja, das ist auch Witcher, das hat auch keiner gespielt. Hey, manchmal muss man das doch einfach mal wissen. Frage 39. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Was passiert, wenn man vor dem Kampf gegen The End... Brammen. Der Sniper stirbt an Altersschwäche, wenn man speichert und dann wieder lädt. Und wartet dazwischen lange genug. Ja, perfekt. Auf richtig. Einen Tag oder so. Ja, richtig. Habe ich auch das gemacht. Das ist das Nerdwissen, wo du keine Schnitte hast. Das habe ich auch gemacht, weil ich das unbedingt sehen wollte. Genauso wie in Teil 1 konnte man... Ne, das sage ich jetzt nicht. Das kommt vielleicht... Das erzähl doch mal. Nee, das mache ich nicht. Auch das ist gut an den Zielen. Alles von Teil 1, das kennen wir aber. Naja. Ich nicht. Frage 40. Elex. Auf seiner Reise findet Protagonist Jax, oder Jax? Jax wahrscheinlich. Mehrere Jax. Auf seiner Reise findet der Protagonist mehrere seltsame Audio-Logs, die den Titel Bohnenliebe tragen. Christian. Ich nehme mal die Rocket Beans. Ja, genau. Nice. Krass. Sehr gut. Wo ist die Pizmeat-Anspielung hier? Kommt vielleicht im nächsten. Vielleicht, ja, wenn ihr jetzt nett seid. Frage 41, Ark. Survival Evolved, so heißt das Spiel. In diesem Spiel gibt es nicht nur... Brammen. Jetzt sage ich Fred Feuerstein. Nein. Jurassic Park. Nein. Alter. In diesem Spiel gibt es nicht nur... Ich ey. Macht mich, ey. Weißt du, ihr nennt einfach nur das Spiel und kennt schon irgendwelche Easter Eggs, ey. Nee, kennen wir nicht. Sagen, die Dinos. Nein. Ah, schade. Ich meine, das heißt dann entweder nicht die Mama oder sowas. Ja, not the Mama, oder was? Ja, not the Mama heißt das. In diesem Spiel gibt es nicht nur Dinosaurier zu entdecken. In einem modrigen Sumpf findet man die Hütte eines Gesellen aus... Was? Ja, in einem modrigen Sumpf. Shrek! Ja! Oh, genau. Das macht Sinn. So. Fuck. Nee, nicht fuck. Frage Shrek. 42. Brammen könnte jetzt bei der nächsten Antwort mit Jay gleichziehen. Muss nicht. Muss aber nicht, genau. Ist wieder eine ABCD-Frage, ihr dürft aber erst buzzern. Wir sind bei Crysis 2. Okay. In der Mission Dead Man Walking... The Walking Dead. Nein. Undertaker. Nein. In der Mission Dead Man Walking kann der Spieler mit Hilfe eines versteckten Schalters einen Aufzug öffnen, der normalerweise fest verschlossen ist. Was erblickt der Spieler, wenn er den Aufzug öffnet? Der Schalter. Dead Man Walking. Einen toten Menschen, der läuft. Ich glaube, ein Aufzug. Den Inhalt eines, ein Spiegel, weil in Aufzügen sind oft Spiegel. Dann sag ich mal 5, 4, Jay. Michael Jackson, der Moonsault macht. Nein. 5, 4, 3, 2. Nicht Moonsault, Moonwalk. Das habe ich schon richtig. Moonsault, Alter, das ist schon wieder Wrestling, ey. Ich hatte ja an den Visa-Turm. Jetzt habe ich genug gegeben. Randy Orton kommt da. Macht AKO. Okay. Wie ist der denn, wie ist der denn nochmal der Finisher vom Undertaker? Oh, das sage ich nicht. Tombstone Driver oder sowas? Ja, ja. Also, ich gebe jetzt euch jetzt vier Antwortmöglichkeiten. Ihr tippt A, B, C oder D ein. Wenn man den Aufzug öffnet, sieht man entweder A, einen Tisch, um den eine Gruppe Forscher sitzt und Poker spielt. Oder B, ein kleines Kätzchen, das am Boden des Fahrstuhlschachts sitzt. Oder C, eine Truppe tanzender Soldaten samt Disco-Kugel und Lightshow. Oder D, eine verbesserte Version des Nano-Suits. Also ein Tisch mit pokerspielenden Forschern. Oder B, ein kleines Kätzchen. C. Wurde im Rahmen der Frage gesagt, wie groß dieser Aufzug ist. Nee. Ja, steht da nicht drin. C, eine Truppe tanzender Soldaten mit Lightshow und Disco-Kugel. Oder D, eine verbesserte Version des Nano-Suits. Alle haben eingeloggt. A, die pokerspielenden Forscher, das sagt Sepp. B, das Kätzchen, das sagt Brammen.
Die tanzenden Soldaten mit Lightshow sagen Christian und Jay und die Nanosuit-Verbesserung sagt niemand. Die richtige Antwort, es sind die tanzenden Soldaten, also C. Und damit jetzt? Christian und Jay, bei dem jeweils 4 Punkte. Night Fever, Night Fever. Damit Christian jetzt nur noch 5 Punkte entfernt von den 100. Jay mit 87 Punkten jetzt wieder etwas Boden verloren. Bram ist jetzt hier auf den Fersen. Ich habe dieselbe Antwort gerade gegeben. Ich habe nicht Boden verloren. Ja, aber im Vergleich zum letzten Mal, wo ich hier inzwischen stand. Ja, beim letzten Mal muss man sagen, Jay, lass dich nicht diffamieren. Ja, ohne Scheiß, ey. Demotiviert mich komplett, weil sie haben gerade die gleiche Antwort gegeben. Ja, schon komplett scheiße war das wieder hier, ey. Bin ich Peter? Lass mich hier nicht triggern. Lass mich hier nicht triggern. Ich lass mich überhaupt nicht triggern. Ich bin komplett ruhig. Sohn. Frage 43 ist eine Multiple-Buzzer-Frage. Also, ich gebe den Buzzer immer wieder frei. Aber es gibt nur eine Sache, die du jeweils genannt haben willst. Genau, ich will immer nur eine Sache genannt haben und nicht mehrere. Das lasse ich nicht gelten dann. Da lasse ich dann nur eins gelten. Wir sind bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wenn man in Schloss Hyrule durch eines der Fenster späht, kann man in der Halle dahinter ein paar merkwürdige Bilder an der Wand erspähen. Diese Sepp. Mario. Das ist richtig. Brammen. Dann sag ich mal frech Luigi. Das ist richtig. Jay. Peach. Das ist richtig. Brammen. Yoshi? Ja. Jay. Toad. Das ist falsch. Brammen. Fuck! Ja, Toad natürlich. Donkey Kong. Hey, ihr habt jetzt alle falsch. Durch. Bin ich alle durchgekommen, weil ihr mich verarschen. Bowser ist richtig und damit haben wir alle. Wow, ich bin ich einmal. Oh mein Gott. So, kannst du jetzt bitte nochmal den Zwischenstand vorlegen? Ja, also. Ich hasse diesen Buzzer einfach. Jay hat wenige Punkte dazu gewonnen. Ist immer Nein. Also, jetzt Christian, ein Punkt nur noch in Führung vor Jay. Brammen 89, Sepp 69. Wir kommen zu Frage 44, so langsam Zielgerade. The Last of Us. Wenn man in der postapokalyptischen Welt unterwegs ist, kann man in einem Zimmer auf einem Bett ein interessantes Stofftier entdecken, das einen anderen Helden aus einem Naughty Dog-Spiel darstellt. Wen denn? Ah. Brammen. Ich hoffe, dass Crash Bandicoot ist. Nö. Nein. Christian. Nathan Drake? Ja, es ist Nathan Drake. Mann, Bram, Alter, das ist so enttäuschend. Ja, ich bin auch echt lost, mein Vater, ey. Die machen kein Naughty Kratos ist nicht Naughty Dog. Wieso denn Kratos? Der hat Banjo-Kazooie. Nee, was hast du gesagt? Sepp hat gesagt, warum ist das nicht Kratos? Ja, und wieso sagst du dann, warum bist du so lost, Bram? Ja, warum bin ich denn lost? Echt mal, Jay. Bist du lost, ey. Was hab ich denn gemacht jetzt? Du hast gesagt, Bram, du bist so lost, ey. Ja, ja weil du die falsche Antwort gegeben hast. Du hättest halt direkt Nathan Drake kommen sollen, nicht scheiß Banjo-Kazooie. Ich hab nicht Banjo-Kazooie gesagt, ich hab Crash Bandicoot gesagt. Ja, dann halt das. Alter, Jay, du bist so Maxi. Und Crash Bandicoot ist von denen. Und den ja, dann wäre immer wichtig gewesen, wenn du die Punkte gehabt hättest. Und nicht ja, Chris. Aber wo ist denn das Crash Bandicoot? Ein ja, Nathan Drake ist viel näher dran. Nein, auf gar keinen Fall. Wir kommen zur Frage 45. Auf gar keinen Fall. Es ist ja noch alles offen. Christian jetzt über 100 Punkte. Und die nächste Frage ist jetzt ausnahmsweise mal eine Schätzfrage. Das heißt, ihr dürft eintippen. aus welchem Jahr stammt das Spiel, in dem das allererste Easter Egg der Videospielgeschichte eingebaut wurde? Scheiße, ich weiß nur, was das war. 1800. Wait, wir reden von Videospiel. Ja, und das Spiel, also, heißt scheinbar Adventure. Wow, das kann ich ja, nicht. Keine Ahnung. Dann Tipp. Auch noch nennen. So. In welchem Irgendwo Jahr war da. Das? Gut. Alle haben eingeloggt. Die früheste Schätzung kommt von Christian 1962. Au. Kann auch machen wir einen kleinen Sprung. Brammen 1981, Jay 1986, Sepp 1987. Die richtige Antwort ist, es war im Jahr 1979. Und damit ist Brammen am nächsten dran. Geil. Bekommen 4 Punkte.
Kann ich noch sagen, damals war es nicht üblich, dass die Namen der Entwickler eines Spiels im Abspann genannt wurden. Daher dachte sich der Erfinder einen kreativen Weg aus, um sich im Spiel zu verewigen. Er baute einen geheimen Raum ein, den man nur erreichen konnte, wenn man einen pixelgroßen Schlüssel fand und damit eine verborgene Tür zu einer Wand öffnete. Darin fand man den Schriftzug Created by Warren Robinet und so waren die Easter Eggs geboren. Wobei man ja sagen muss, pixelgroßer Schlüssel, ne, der Pixel, also das bestand ja das ganze Bild nur aus 20 Pixeln, also war der nicht so klein. Relativ präsent, ja. Woher wusstest du, dass ein Schlüssel ist und nicht eine Kugel oder so? Ausprobiert wahrscheinlich. Tja. Frage 46, Star Wars, The Force Unleashed. Man erinnert sich, wie Han Solo oder Han Solo, wie Profis ihn auch nennen, in den Filmen. Nee, niemand. Ich wende den Han nie. Ich glaube, in keiner Sprache dieses Planeten heißt der Han. Also, man erinnert sich, wie Han Solo in den Filmen in Carbonit eingeschlossen war. In diesem Spiel. Rammen. Okay, pass auf. Der sollte eigentlich sagen, ich dich auch. Aber da ist er daraus geworden, ich weiß, und die Lea-Referenz ist ins Force Unleashed. Nö. In diesem Spiel findet man jedoch einen anderen bekannten Star Wars-Charakter, dem dieses toll. Schicksal widerfahren ist. Oh, C3PO. Nein. Wen denn? Wollen wir jetzt echt alle durchgehen? Ja, anscheinend. Jay. Jabba. Nein. R2-D2. Nein. Jay. Boba Fett. Nein. Das war Django. Darth Vader. Nein. Leider war Django Fett. Luke Skywalker. Nein. Leia. Das war Django Fett vielleicht. Du hast nicht genannt. Ich würde nur sagen, Jay. Yoda hast du noch nicht gesagt. Komm. Yoda. Yoda ist gut. Nein. Gibt's denn noch? Obi-Wan. Nein. R2-D2. Ja, hatten wir schon. Ist immer noch falsch. C3PO. Hatten wir auch schon. Ist immer noch falsch. Wie gibt's denn noch? Jetzt boah, Andi bekeckt sich voll. Fett. Nice. Hat man auch schon. Du hast doch gesagt, Django Fett hat er noch nicht gesagt. Also ja, dann Django Fett. Mein Gott. Nein, ist auch falsch. Jar Jar Binks. Ja, es ist Jar Jar Binks. Oh mein Gott, es ist Jar Jar Binks. Warum sagt ihr das nicht direkt? So, was ja, warum? Man hat, dass wir deinen Lieblingscharakter nicht genommen haben. Ich habe Star Wars nie gesehen, tut mir leid. Okay, wir kommen zu Frage 47. Christian führt mit 116, Jay 108. Raum 102, 82. Das war eine teure Runde. X-Men Origins Wolverine. Direkt im ersten Level des Spiels lässt sich eine Bretterbarrikade zerstören. Im Areal dahinter kann man eine alte, in den Boden eingelassene Luke finden. Schaut man sich diese genauer an, schießt ein grelles Licht aus dem Fenster der... Christian. Ich sag mal wieder Lost. Ach so, scheiße alles. Auf welche Serie ist das eine Anspielung? Nein. Auf Lost, richtig. Das ist so scheiße. Ich hab direkt auch wieder an Lost gedacht, aber ich dachte, das wird nicht schon wieder sein. Ja. Lost, dein Vater bist du ja. Also bei Luca habe ich auch schon an Lost gedacht, aber dann auch so, ja, aber Lost hatten wir schon. Weißt du, Mann, ist die tatsächlich dieses Recyceln. Ja, das ärgert mich. Da müsst ihr euch bei den Leuten, die Spiele programmieren, beschweren, weil die ja ständig Lost anspielen. Ja, wirklich. Aber Lost war auch eine gute Serie. Bis zum Ende. Habe ich erst kürzlich ja gesehen, komplett. Möchte ich hier nur mal anmerken. Oh, mir hat's dir gefallen. Was? Mir hat's dir gefallen. Ich fand's gut. Was? Ja. Wein? Das ist doch gut. So. Wir haben noch drei Fragen. Das heißt, theoretisch, rechnerisch kann Jay Christian noch überholen. Deine sogar. Mutter. Die nicht mehr, Jay. Aber es ist ordentlich Boden dazwischen. Frage 48. God of War 2018. Mega. Protagonist Kratos und der Bösewicht Thanos aus dem MCU haben mehr gemeinsam als nur einen kahlen Schädel und einen griechischen Namen. Denn wie Thanos kann auch Kratos einen speziellen Handschuh bekommen, in den man bunte Steine einsetzen kann. Im MCU sind das Infinity Stones. Nein. Im MCU sind das Machtstein, Zeitstein, Gedankenstein, Realitätsstein, Seelenstein und Raumstein. Wie heißt nochmal der blaue Würfel? Oh, was ist das denn? Ja! Das ist ja jetzt hier. Alter, das war echt. Das ist ja wie bei, wie heißt das? Fame or Shame. Ja. Genau. Der Tesseract. Dann kommst du und so, okay, welchen haben wir vergessen? Und dann dachte ich im Moment, du hast doch aber Sex vorgelesen, oder? Der Raumstein war darin eingeschlossen, richtig. So, vorletzte Frage.
Und Brammen jetzt 2 Punkte nur noch hinter Jay. Hm. 49. Oh, Assassin's Creed Odyssey. Ja. Wenn man mit Layla unterwegs ist und sich genau umsieht, kann man eine merkwürdige Art von Brille finden. Layla überlegt. Harry Potter. Nein. Sam? Splinter Cell. Ja, Splinter Cell ist richtig. Sehr gut. Wenigstens das noch. Wir kommen zur letzten Frage. Frage 50. Und es geht um Just Cause 4. Oh, komm, Alter. Wieder? Das ist doch auch wieder. Was ist denn für ein Lutscherspiel jetzt hier? Jetzt bin ich sehr gespannt. Just Cause mit dabei, ey. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Kuhkanone. Eine Reise in die 1980er Jahre erlebt man, wenn man einen bestimmten Keller im Spiel aufsucht. Denn dort ist alles in der gezeichneten Optik des Musikvideos zum Song Take On Me dargestellt. Was? Von wem ist Christian? Aha. Von wem ist dieser Song nochmal von? Oh, aha, das ist richtig. Nice. Die letzten 4 Punkte gehen aufs Konto von Christian. 126 Punkte. Damit gewinnst du diese Ausgabe. Okay, herzlichen Glückwunsch. Alles und Jay kann den zweiten Platz 109 Punkte halten. Einen Punkt vor Bramme mit 108 und Sepp mit 87. Sehr, sehr gut. Ja, Chris. Damit vielen Dank an Lucy fürs Vorbereiten dieser Fragen. Dankeschön, Lucy. Danke, Lucy. Und Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.